Hallo, ich grüße dich. Mein Name ist Gertraud Kneiling vom Klangheilraum und heute mag ich dir gern ein kurzes Inspirationsvideo senden. Vielleicht spürst du ihn schon. Morgen ist wieder Vollmond und ja, so 2-3 Tage davor und danach ist die Energie schon wahrnehmbar, ist die Energie schon spürbar. Ich habe gestern in der Nacht zum Beispiel wieder ein paar Stunden wach gelegen, konnte kaum schlafen und es bewegt sich was. Heute war auch extrem stürmisch und windig bei uns. Und das macht natürlich auch was mit uns im Innen. Vielleicht hast du das schon mal ausprobiert, wenn es mal so richtig windig ist, nach draußen zu gehen und dich wirklich in den Wind zu stellen. Ich kann mich da noch erinnern, als ich meine Elfenkönigin, mein Klanginstrument, mein Kristallklanginstrument in Hilders abgeholt habe bei Stefan und Martina. Dann hat mir die Martina den Tipp gegeben, auf die Milseburg zu gehen. Und ich bin da mit der Elfenkönigin auch raufgegangen. Und das war so magisch, das richtig, hat es richtig gestürmt. Und da oben ist auch ein großes Kreuz und zwei große Figuren. Und da ist bei mir auch dieser Spruch von Pippi Langstrumpf wieder ganz präsent gewesen. Und vielleicht magst du dich auch jetzt gerade daran erinnern, wenn der Sturm im Außen stärker wird, dass das nichts ausmacht, weil auch du stärker wirst dadurch, dass du einfach standhaft bleibst, dass du innerlich gut angebunden bist und dich nicht aus deiner inneren Mitte bringen lässt, egal was draußen los ist. Na, ist gerade die Lucy vorbei. Genau. Ja, und morgen habe ich ganz spontan, also seit ein paar Tagen habe ich es schon im Feld, ich gebe morgen einen Vollmondkraftkreis mit einer Energieübertragung aus der Quelle und mit heilsamen Kristallklängen meiner Elfenkönigin. Und da lade ich dich ganz herzlich dazu ein. Wenn du Interesse daran hast, melde dich bei mir. Ich sende den Zoom-Link vielleicht auch unten ins Video rein, das weiß ich noch nicht genau. Aber du kannst mir auch gerne schreiben an info@gertraud-kneiling.de. Dann schicke ich dir den Zoom-Link zu. Es gibt keine Anmeldung auf meiner Seite. Also es ist wirklich ganz spontan und ich freue mich, wenn du mit dabei bist, wenn wir gemeinsam hier ein großes Feld der Liebe, des Friedens und der Freude erschaffen, der Verbundenheit. Ich durfte das gestern auch wieder erleben. Einmal im Monat gibt es ein Treffen der Großmütter vom Net of Light und ich war da letztes Jahr im Sommer auch in Trier bei den großen Treffen dabei mit Sharon McErlane und da waren 120 Frauen und ein paar Männer, drei Männer glaube ich waren dabei aus 12 verschiedenen Ländern. Also es war wirklich magisch und gestern waren auch wieder 80 Frauen dabei und Männer, Frauen und Männer, überwiegend Frauen, die diesem Ruf gefolgt sind und es geht immer um Leo. Es geht immer um die Verbundenheit, um das Netz aus Licht zu stärken und ja, der Freude Raum zu geben, der Verbundenheit, der Liebe, dass wir alle hier frei sein dürfen, dass diese Kriege und diese Machtspiele ein Ende haben und die neue Zeit ist da, die ist reif und wir gestalten sie mit. Genau, da lade ich dich herzlich dazu ein. Und bis morgen, bis einschließlich morgen kannst du dir auch noch mein Geburtstagsgeschenk abholen, 22%. Ich hatte am 22. Geburtstag 22% Nachlass bekommst du auf meine Energie- und Klang-Sessions sowie auch auf meinen Spirit Your Life Day. Das verlinke ich auch gerne unten im Textfeld und freue mich, wenn du das Angebot nutzt, wenn du meine Freude mitteilst. Also ist ein Geschenk von mir an dich, weil ich einfach auch dankbar bin, so ein erfülltes Leben leben zu dürfen und ich auch liebend gerne andere Menschen dabei helfe und unterstütze und begleite, dass sie in die Freude kommen, dass sie die Freiheit wieder in sich spüren, dass sie die Schöpferkraft in sich leben und das Feuer in sich wieder erwecken. Und ganz viel Vertrauen einfach auch da ist und ganz viel Liebe. Weil die Kraft in unserem Herzen ist das, was alles heilt.
heilt, alles transformiert und ja auch den Frieden hier auf Erden schafft. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Abend, schick dir ganz liebe Grüße und mach's gut, bis bald. Deine Gertrud.